Hallo meine Beauties, ganz herzlich willkommen zu meinem heutigen Video, zu meinem heutigen Kanal Beauty Place Ballara. Ich freue mich, dass ihr heute eingeschaltet habt. Es geht heute alles um Action Make-up. Ich habe einiges schon zu Hause gehabt, aber auch einiges mal nachgekauft und neu entdeckt und gekauft, um mit euch hier vor der Kamera zusammen zu testen, wie die Qualität ist, ob ich die euch empfehlen kann für das kleine Preis, was sehr günstig ist, noch günstiger als in Drogerie. Bevor das Intro noch zu lang wird, länger als das Video gefühlt, starten wir doch direkt und let's go! In diesem Video möchte ich auch gerne eine Freude an euch machen. Ich werde demnächst, also auch in diesem Video-Zusammenhang, ein Gewinnspiel starten. Von mir gekauft, also Action hat damit nichts zu tun. Und viele von euch haben vielleicht sich nicht getraut, die Produkte zu testen. Oder es ist einfach viel zu weit von in der Action-Laden. Werde ich euch ein kleines Paket zusammenstellen mit Action Beauty und Make-up Produkte. Ich werde das so veranstalten. Ich werde auf jeden Fall eine Lidschattenpalette und Lippenprodukte reinmachen. Face Produkte muss ich gucken. Werde ich mich dann mit den Gewinner zusammensetzen quasi und sprechen, welche Farbe, Hautfarbe, Bedürfnisse, dass ich das sozusagen mein Gewinnspiel anpasse. Ne? So war das mein Gedanke, der mitmachen möchte. Der kann einfach den Hashtag Action Make-up dazugeben in meinen Kommentar. Falls ihr keinen Hashtag benutzt, dann weiß ich, es ist einfach nur ein lieb gemeinter Kommentar, dass ihr da nicht an dem Gewinnspiel teilnimmt, dass ich das so ein bisschen unterscheiden kann. Ja, meine Lieben, dann würde ich sagen, starten wir direkt los. Viele Produkte kannte ich schon oder nachgekauft oder beziehungsweise besaß ich schon. Und einige werde ich heute mit euch zusammen ausprobieren. Für mich selber etwas ein Highlight. Und genau, würde ich sagen, starten wir direkt los. Beginnen möchte ich sehr gerne mit einem Augen-Make-up. Dafür nehme ich meinen Washi-Tapes. Die könnt ihr auch übrigens auch bei Action sehr, sehr günstig bekommen. Die finde ich halt sehr praktisch. Da könnt ihr euer Augen-Make-up sozusagen präzise mit einem schönen Finish hier starten oder enden eher gesagt, und den setze ich einfach mal hier in den Bereich, wo ich meine Kante haben möchte. Ich finde es einfach ordentlicher. Man kann es auch natürlich anders machen. Jeder macht, wie er das möchte. Ich mache das halt nur, weil es für mich einfach wenig Arbeit danach ist, gell? So mache ich das. Da ich hier nicht weiß, wie die Lidschattenpalette performt oder wie sehr sie krümelt, starte ich heute am liebsten, also wenn ich die Palette nicht kenne, zuerst mit Augen-Make-up, ohne mich danach zu ärgern, dass es mir dann auf mein fertige Base runterkrümmelt. Lidschattenpaletten habe ich ganze 4 Stück. Ich zeige euch einmal alle durch. Ich werde aber nicht alle hier benutzen, dass ihr schon wisst. Ich werde auf jeden Fall mal mehr Zeit nehmen und dazu Kurzvideos drehen. Ich denke mal, um euch zu sehen, was kann die Palette, welche Farben performen und wie, was ein Look ich daraus machen kann. Wenn ich schaffe, vielleicht 2 Looks aus einer Palette, je nachdem ich Zeit und Lust habe, vor allem wie die Motivation ist. Die ist eine sehr schlichte Lidschattenpalette, die ist auch ziemlich neu jetzt in Action gekommen, gab es aber auch eine, und die Farben finde ich vollkommen in Ordnung. Das ist so eine stinknormale Lidschattenpalette mit 4 Farben und ja, für den Alltag einfach, wenn es mal schnell gehen soll. Hier sind eine ist komplett matt, ist eine so schimmermatt, also jetzt kein Glitzer drin, und der hat ein bisschen mehr Glitzerpartikel, nur mal so, ne? Die andere Palette, die ist auch neu. Sie haben jetzt vom Design her etwas abgeändert. Vieles Design und Verpackung wiederum auch finde ich super, haben sie abgeändert. Sie haben jetzt weniger Plastik, die bestehende Verpackung quasi komplett aus Karton, ne? Und das finde ich super. Genau, und da habe ich die weitere Lidschattenpalette, die ist auch ziemlich neu angekommen. Auch da wolltet ihr eigentlich ein Schminkvideo, was ich Umfrage gemacht habe, bei Instagram zumindest. Und ja, da hatten sehr viele daran Interesse. Ich denke mal, da werde ich auch mal so ein Reel dazu drehen oder Kurzvideo, eher gesagt. Und das ist die Love Notes, ne, Eyeshadow Palette. Die werde ich auf jeden Fall auch mal testen, genauso wie die hier. Die verdient, denke ich mal, auch ein extra Video. Werde ich auch, wie gesagt, ein Kurzvideo, sonst das würde ich alles gar nicht schaffen. Ne? Oder ich tue sie einbeziehen in ein anderes Video, aber das schaffe ich heute alles nicht. Ne? Ich habe 2 Augen, und da ich heute sozusagen mit dem Look, den ich heute schminke, den ganzen Tag verbringen möchte, werde ich
ja, so mich schminken, was alltagstauglich halt eben ist, ne, oder so gut es geht zumindest. Ja, die andere Lidschattenpalette, die finde ich super, super spannend. Die besteht aus cremigen Produkten und hier Glitzer. Ich weiß nicht, ob man da noch Glitzerglue benutzen muss, weiß ich nicht. Finde ich dann mal heraus. Auch die ist ziemlich, ziemlich neu eingetroffen. Das ist zwar nicht von Max & Mort, das ist diese Fab Factory, auch so eine Untermarke quasi von Action. Bieten die auch an. So, und das ist das Produkt oder die Palette, die ich heute mit euch schminken werde. Das ist die Sparkle Eyeshadow Palette Max & Mort. Das ist, glaube ich, schon meine vierte Lidschattenpalette von Max & Mort, was schon was zu heißen hat. Ne? Also ich finde die Qualität 1A kosten, wenn ich nicht lüge, 4,50, also unter 5 Euro. Das ist der Knaller. Nicht mal in Drogerie findest du solche preisgünstige Palette. Die ist ja auch ohne Spiegel, was ich total okay finde. Stört mich überhaupt nicht. Ihr habt hier je nach Palette natürlich unterschiedliche Farben, Kombinationen. Ihr könnt euch hier etwas natürlich halten, aber etwas Poppiges könnt ihr euch damit schminken. Hier sind viele Rot-Brauntöne, aber wie gesagt, auch hier ein paar Poppigen. Da sind gehen so in lila Farbton. Und der hier Beispiel ist noch rosa. Das ist so ein lila. Also hier habe ich etwas so poppige Pink, hätte ich jetzt gesagt. Und hier sind etwas so lila gehaltene Schimmerprodukte, finde ich. Hier vor allem die Schimmerpaletten 1, also die einzelnen Farben 1A. Kann ich euch nur, ich kann nur davon schwärmen. Wir schminken auf jeden Fall jetzt einen Look damit. Ich nehme euch mit in die Kamera und blende euch gleichzeitig die Farbe ein, die ich verwende. Sonst wird es euch einfach viel zu lange dauern. Ich lasse eine Musik im Hintergrund laufen und ich würde sagen, holt euch schon mal einen Keks, einen Kaffee, starten wir direkt mal los. Also das Augen-Make-up habe ich schon mal fertig. Ich mache direkt schon mal das Klebeband hier ab, Washi-Tapes und ja, ihr könnt schon sehen, ne? Das ist ein simpler, einfacher Look. Ich habe jetzt keine 5 Minuten gebraucht, also gefühlt keine 5 Minuten. Die Qualität, wie erwartet, ist hier super, super gut. Also für den Preis kann ich hier auf jeden Fall nichts Negatives sagen. Ich habe mich jetzt heute so mehr zu Thema Lila bisschen ja, konzentriert, passend zu meinem Oberteil. Ja, ansonsten hier kannst du noch mehr damit Look schminken, kannst du dich natürlich hier austoben und auch etwas bunt. Ne? Also wie gesagt, ich habe mich heute für Thema Lila entschieden. Super einfach, die arbeiten sehr gut miteinander. Wobei ich sagen muss, dass diese Girls Night, was ich euch eben gezeigt habe, so eine Art Duochrome, würde ich sogar sagen, wenn ich so in die Kamera schaue. Und warte, ich swatch den mal euch. Und das ist eher so ein Taupe, ne? Also so alleine sieht man den nicht so dolle. Klar siehst du diesen Lila, aber der hat auch noch so ein bisschen Pink auch mit dabei. Das ist ein rosa Pink und den habe ich so als Taupe oben drauf gemacht. Solo würde man den vielleicht nicht intensiver sehen. Würde ich auf jeden Fall empfehlen, noch etwas dunkleren Unterton zu nehmen. Wie zum Beispiel diesen, wie heißt denn die Farbe? Seduction. Das ist der dunkleres, so ein dunkleres, kühles Braun eben, ne? Den würde ich empfehlen, erstmal als Unterton zu nehmen und den Lila einfach oben drauf und da kommt es ganz anders da in Geltung und ich finde die Kombination von den beiden Farben richtig schön und ja, einfach mal so einen schlichten Look zu machen, was heißt schlicht, aber ihr wisst schon, mit wenig Produkt eben, ne? Und ich mag den Look, ich wusste schon, dass sie gut ist. Habe auch nichts anderes erwartet. Ich habe erstmal versucht, diese Love Bite, diesen Fliederton zu nehmen. Hat natürlich mit diesem Braun nicht so gut geklappt. Hätte ich wahrscheinlich erstmal den benutzen sollen. Zum Ausblenden ist die Farbe wiederum sehr geeignet. Wenn ihr Beispiel, ich mache das mal, dann nehme ich mal diesen Fliederton wieder, gell, den ich euch gezeigt habe. Und der eignet sich sehr gut, um eure Lidschatten nach oben einzublenden und später vielleicht auch auf die unteren Wimperkranz kann ich mir den dann sehr gut vorstellen und ja, mit denen kann man sehr gut
verblenden nach oben. Ja, genau, das wäre eigentlich mein fertiger Lidschattenlook. Ich habe jetzt zwar noch nicht meinen unteren Wimperkranz, das mache ich gleich in Anschluss mit euch. Ansonsten machen wir meine Hände erstmal sauber, würde ich direkt mit meinen Base starten. Da habe ich zwei Primer. Der eine ist, glaube ich, matt und der andere geht eher so glowy. Ich weiß noch nicht, was ich zuerst benutzen werde. Ja, das, beide sind von Max & More. Oder ich mache das so, dass ich auf Hälfte auftrage. Und ja, und dann gucke ich mal, wie was am Ende am schönsten aussieht. Oder ich weiß es nicht. Dann, ich will ja auch den ganzen Tag damit laufen. Ich bin einfach diese, zwar, sag mal, Fan von Glow, aber ich würde auch gerne mal das hier probieren. Das ist diese Miracle Blur und das soll diesen Fotofinish-Effekt haben und soll die Poren ja bisschen verfeinern. Ich denke mal, das kann man quasi präziser gehen, wo man das haben möchte. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Der kommt wie so eine Creme her und ich finde die halt sehr, sehr spannend. Ich würde sagen, ich mache das erstmal den Glowy Primer drauf, lasse es kurz anziehen und dann gehe ich mit diesem präzise, wo ich sozusagen die Poren verfeinern möchte. Wäre jetzt so mein Gedanke. Den gibt es übrigens auch in weitere Visionen. Und ja, Ziamide war noch da und noch andere. Ne? Gab es drei verschiedene, konntest du dir natürlich nach Lust und Laune aussuchen. Ich glaube, 1 Euro noch was hat es gekostet, also unter 2 Euro auf jeden Fall. Ich mache mir jetzt aber nicht so viel drauf. Und das ist jetzt so einer, das ist mit, wie ich, als ich geswatcht habe, sind hier so ganz, ganz leichte Schimmerpartikel. Also nicht Glitzer, sondern wirklich diese Illuminating, wie da schon auf der Beschreibung steht. Da steht ja auch nämlich Illuminating und mit Vitamin C. Und das soll eure Gesicht einfach so ein bisschen gleichmäßiger aussehen lassen und gleichzeitig etwas, also so ein Glow geben. Und ich finde das schön, ne? Also vom Glow her finde ich das nicht zu viel, nicht zu wenig. Perfekt, zumindest für den Alltag. Und genau, da werde ich gleich sowieso nochmal ja, drüber gehen. Das sind ganz, ganz einfache, so schlichte Schimmerpartikel, ne? Ich weiß nicht, wenn man das die Foundation dann aufträgt, ob man das immer noch sehen kann, weiß ich nicht. Werden wir noch herausfinden. So, jetzt kommt das Spannende, nämlich das hier. Auch die waren ordentlich eingepackt. Der hat nur eine Folie drumherum gehabt, dass die Leute da nicht rumswatchen. Ich finde das immer so furchtbar, sowas. Und der hier aus der, ja, aus der Tiegel, der war eingepackt in einen Karton, was ich super finde. Und die Verpackung finde ich, dass sie es sehr schön verändert haben. Hm. Oh, das fühlt sich aber echt soft an. Das fühlt sich aber echt soft an. So, und dann gehe ich einfach mal hier drauf, wo ich einfach... Ich habe zwar jetzt keine riesengroße Poren, das sind halt genetisch. Da kannst du manchmal eben nicht aussuchen, wie deine Poren aussehen. Und auch manche Hautprobleme sind eben halt genetisch. Und da müsst ihr euch nun mal so akzeptieren, wie ihr seid. Das ändert alles nichts. Ihr könnt noch so viel angebliche porenverkleinerte Produkte benutzen. Das hilft alles nicht. Ne? Wenn die Poren nun mal genetisch da sind, sind sie nun mal da. Ist halt leider so. Ist ein, ist menschlich, ist bei jedem Mensch unterschiedlich und so ist es halt, ne? So, ihr sollt euch da bitte nicht so viele Gedanken darüber machen. Klar, es ist doof in dem Moment, ne? Wenn man sich schminkt und muss man halt seine Bedürfnisse und sein Make-up dementsprechend anpassen und dann ist man auch nicht so verärgert in dem Moment, ne? So, ich habe jetzt ganz dünn aufgetragen, wirklich ganz, ganz dünn. Und ich gucke mal, wie das dann mit der Foundation sich verträgt. Foundation wollte ich dort auch sehr gerne kaufen von Max & More. Leider, ich war jetzt ein paar Mal da, Tage hintereinander, jetzt nicht in selbe Woche, aber so ein paar Tage verteilt in Action, gab es nicht in meine Farbe. Ich wollte keine Foundation kaufen, die mir einfach zu dunkel ist. Dementsprechend habe ich das jetzt ausgelassen. Ich werde jetzt eine von mir nehmen, bei der ich weiß, die vertrage ich gut, bei der funktioniert es auch super. Und danach werden wir den Concealer, den ich hier vor mir habe,
ausprobieren, die von Max & More. Ich bin darauf sehr gespannt, hatte ich noch nicht getestet, genauso wie die Foundation. Die werde ich mal irgendwann mir mal nachholen. So, bis gleich. Die Foundation ist jetzt aufgetragen. Ich habe ziemlich dünne Schicht gemacht und ja, ich konzentriere mich jetzt auf den Concealer. Ich bin mal gespannt, wie deckend der ist. Ich habe auch da gesehen, die haben noch die alte Verpackung. Ich gucke mal, wo ist denn die? Hier. Ist mal alle vor mir gelassen. Das sind noch die alten Verpackungen. Sie haben jetzt nach und nach erneuert. Gab es zumindest in der Farbe 109 Light Sand nicht in meine Farbe. Also nicht in der neuen Design. Ich habe aber auch gesehen, sie haben auch selbst das Teil auch verändert. Ich weiß nicht, ich glaube, das sah aus, als wäre da weniger Milliliter. Sah nur optisch aus. Ich weiß nicht letztendlich, wie das ist. Ich habe es nicht verglichen. Genau, ich habe diese Light Sand Farbe und das war die hellste Farbe, die ich dort zumindest gesehen habe. Der kommt mit so einem schlicht normalen Schwämmchen-Applikator. Den werde ich mir einfach mal hier auftragen. Und ich guck mal, ich mache mal auch hier ein paar Unreinheiten, hormonell gesehen, und ja, mich mal ein bisschen abdecken. Da hat man ja am Stirn jetzt nicht so viel. Mal gucken, wie die Farbe jetzt bei mir in mein Gesicht aussehen wird. Schwämmchen habe ich hier auch genommen. Ich habe übrigens meine Foundation mit einem Schwämmchen aufgetragen und mit einem trockenen. Den habe ich nicht angefeuchtet, dass ihr Bescheid wisst, damit ihr wisst, wegen dem Primer, ne, wie sie sich da vertragen. Und ich muss sagen, mit dem Primer und die Foundation, wie erwartet, gut funktioniert. Was heißt, wie erwartet, gehofft, dass es gut funktioniert. Und die Foundation, ich denke, vielleicht interessiert das euch. Ich habe die jetzt von DM Eigenmarke Alverde. Ihr seht, die ist schon bald leer. Und ja, auch die ist super, ne? So, ich finde, ich habe jetzt nicht so viele, Naturkosmetik Foundation ausprobiert. Aber die hier ist die erste, die mir wirklich, wirklich gut gefallen hat. Warte mal, mache ich mal den Rest hier auch mit der Hand. Und ja, kommen wir jetzt mal zu dem Concealer. Er ist eher so medium deckend, was ich gut finde. Der ist nicht flüssig, sondern eher so cremig. So pflegend cremig fühlt sich das an. Als würde ich so eine Augenpflege mir auf dem Gesicht drauf machen. So fühlt sich das ein bisschen an. Ja, es ist bestimmt von der Textur her, die auch gerne in den Fältchen reinkriegt. Ich weiß nicht, wie bei euch das Gesicht aussieht, da ich ja schon Mitte, fast, naja, mehr Mitte 30 bin, so langsam auf Ende 30 zugehe, hat man natürlich auch Mimikfältchen oder das eine und das andere Fältchen mehr. Ne? Also ich bin ja keine 20 mehr, das ist mir klar. Gehört nun mal zum Altern werden, was ich natürlich akzeptiere. Und dass man das halt schon mal weiß, wie wird das Finish sein, ne? Also, gucken wir mal, ne? Ich guck mal, beobachte, wie sich das jetzt im Laufe der Zeit, das Concealer, verändert. Ich habe jetzt noch mal ganz, ganz wenig hier aufgetragen und blende es hier mit meinem Finger rein. Ich fand jetzt, mit Schwämmchen war es okay, also keine Frage. Ist natürlich jedem selbst überlassen, aber ich merke, mit dem Finger verarbeiten fand ich jetzt am einfachsten für mich persönlich, ne? Müsst ihr für euch selber entscheiden. Manche verwenden da gerne einen Pinsel, der andere gerne ein Schwämmchen, der andere arbeitet das halt mit dem Finger gerne ein. Ja, also der erste Eindruck ist schön. Also es ist so eine aufbauende Deckkraft, finde ich. Und man würde nicht denken, dass es eine Action-Concealer ist. Finde ich. Also ganz ehrlich, finde ich persönlich. So, ich schaue schon als nach unten. Ich wollte noch so ein Augenbrauprodukt. Ich habe nur so ein Augenbrau-Pomade quasi, was eure Wimpern, Quatsch, eure Augenbrau einfärbt. Das habe ich heute aber nicht voll. Nehmt mir bitte das nicht übel. Das wäre nämlich das hier. Diese Tattoo Brow war so eine Alternative zu Maybelline. Die haben nämlich auch sowas. Ich denke mal, da mache ich am besten ein Kurzvideo auch dazu. Sonst springt das einfach mein langes Video. Ich werde auch so schon bestimmt hier fast eine Stunde quatschen, aber so ist es. Ich mache gerne Schminkvideos, die dauern länger. Die werden zwar nicht so viel angeschaut, aber es macht mir einfach Spaß und deswegen mache ich das ja auch, ne? So, den werde ich auf jeden Fall mit euch extra machen. Das andere ist hier jetzt, welche Farben war das? Dark Brown. Ich hoffe, das wird nicht zu dunkel. Drückt mir die Daumen. So, und das, was ich jetzt benutzen möchte, ist ein Brow Gel. Und in der Farbe 192 Medium Brown. Da gab es auch
glaube ich, 3 Farben. Blond, braun, dunkelbraun und schwarz, sogar 4 Farben. Nee, schwarz, glaube ich, habe ich nicht gesehen. Ich glaube, dunkelbraun war das dunkelste. Was Farbe angeht, Leute, Face, so Produkte, erwartet da nicht viel. Ne? Das ist nicht so ein Range von hell bis sehr dunkel. Also, die sind schon Minimum gehalten. Ne? 3, 4 Farben, da bist du schon happy. Es ist Glückssache, ne? Wenn man nur mal nicht die Hautfarbe oder Ton hat, dann ist das leider so, kann man nichts ändern. Aber für diejenigen, die es passt, die werden da auf jeden Fall glücklich sein. Also zumindest mit den Produkten, die ich sonst bis jetzt hatte. So, das Bürstchen kommt. Ich war eben total überrascht. Wie eine Mascara. Ich hoffe, ich komme damit zurecht. Ich bin sehr mutig. Ich gehe mal direkt in meine Augenbrauen. Ich habe hier meinen Spiegel, übrigens auch von Action. War so ein Wochenangebot, falls ihr das mal seht. Finde ich praktisch. Und ja, das benutze ich mal. Das ist halt wie eine Mascara eben, ne? Steht zwar Gel, ich weiß nicht, ob das auch fixiert oder nicht. Das kann ich jetzt gerade noch nicht sagen. Ich habe es überhaupt noch nicht benutzt. Von der Art her, vom Finish her, ist es so ähnlich. Ich weiß nicht, ob ihr die von Essence kennt, die Braugel-Teile. Habe ich gerade hier. Nee, es ist nicht gerade da. Aber das ist auch so ähnlich. Ne? Ich guck mal gerade von Catrice habe ich auch so diese Brow-Teile. Ne? Und Essence hat auch sowas in der Art. Nur ein klein. Ich glaube, das war jetzt im letzten Sommer im Sortiment-Update dabei. Hier habe ich noch ein paar abstehende Augenbrauen. Mal gucken, ob ihr die nehmen kann. Ne? Die fixiert nicht. Also der geht wie eine Mascara um das Härchen herum oder um die Haare herum und verdunkelt das einfach. Ne? So ein festes Gel ist das jetzt nicht, ne? Dass ihr das schon mal Bescheid wisst. Von der Farbe her würde ich sagen, das passt. Das ist mittelbraun, was habe ich gesagt. Ne? Und ja, das passt zu meinem Hautton bzw. Haarfarbe. Da müsst ihr euch mal anschauen. Ich habe mich ehrlich gesagt mehr an der Verpackung orientiert. Und genau, das war so mein Gedanke. So, dann tragen wir das mal auf. Gut, ich habe mir das eigentlich viel schlimmer vorgestellt. Dadurch, dass das Bürstchen ziemlich groß ist, geht es schneller. Keine Frage. Aber ich hatte so Schiss gehabt, dass es irgendwo hinkommt, wo es nicht hinkommen sollte. Ne? Wenn ihr versteht. Fertig. Ja. Dann wollte ich noch mein Base gleich weitermachen, aber ich wollte noch mein Augen-Make-up bzw. so noch einen Lidstrich ziehen. Und dann nehme ich mir einfach, was ich jetzt nicht aus Action habe. Obwohl Lidstrich ist gezogen, ist nicht perfekt heute, aber spielt jetzt gerade keine Rolle. Wir machen jetzt mal weiter mit dem Augen-Make-up-Look. Ich gehe wieder in diesen Fliederton. Und möchte das mal hier nach unten setzen. Und mit den äußeren gehe ich etwas dunkleren Ton. Also sprich mit dem Braun. Zeige ich euch gleich mal. Mit dem hier, dieses Seduction. So diese kühleres Braun. Und ein bisschen mal abzurunden den Look. Ich habe so einen festeren Pinsel übrigens hier genommen. Und ich hätte, kann ich euch direkt sagen, auch mit diesen Washi-Tapes gar nicht brauchen müssen. Die sind gar nicht so pudrig. Also die sind nicht runtergekrieselt bei mir, dass ihr Bescheid wisst. Je nachdem, welchen Pinsel ihr benutzt. Also ich weiß nicht, bei mir war zumindest jetzt kein Problem. Und mit den flauschigen Pinseln. Ich gehe wieder in diesen Flieder-Laufbeit rein und klopfe es ab und setze es mir hier und verbinde mal die 2 Farben. Ja, genau, das hätte ich jetzt so gemacht. Dann wollte ich noch meine Base setten. Da habe ich auch kein Setting Powder. Ich weiß nicht, ich glaube, Action hat keins mehr. Sie hatten eine Zeit lang gehabt, soweit ich weiß, ich will jetzt euch nichts Falsches sagen, aber aktuell im Sortiment haben sie keins. Dann nehme ich einfach
eins von mir, was ich schon da habe. Habe ich auch übrigens einen Pinsel von Maximo, finde ich auch in Ordnung. Ich habe, glaube ich, so einige noch da. Manche sind, glaube ich, noch bei meiner Tochter. Und das wollte ich euch mal sagen. Die Pinsel finde ich auch nicht schlecht. Also das war jetzt das größte Pinsel. Sie haben ansonsten auch halt für so Standard eben für die Augen, Make-up, so einen flauschigen, etwas festeren Pinsel und so weiter, dass ihr da schon mal auch informiert seid. Und genau, jetzt mache ich mir mal erstmal Setting Powder, um erstmal alles zu setten, weil ich habe da noch weitere Produkte für meine Base. Und eins davon habe ich schon etwas länger da, aber den gibt es immer noch. Da habe ich letztens gesehen, bei unseren Action zumindest, hat das immer noch. Und ja, da es noch in meiner Sammlung ist, ich denke mal, das hat schon alles zu bedeuten. Und ist eine meiner liebsten Face-Produkte tatsächlich, was ich immer wieder zugreife. Und ja, das wäre nämlich auch natürlich von Maximo, was denn sonst, ein Konturpalette. Das ist so ein Bronzer und Highlighter in einem, der ist schon abgeranzt. Ne? Ihr seht schon, ich habe den auch regelmäßig und gerne verwendet. Und das ist so ein Bronzer, der bei mir einfach mit meinem Hautton, mit meiner Hautartstruktur sehr gut funktioniert. Ich nehme mal etwas anderen Pinsel. Nee. Ich lasse mal erstmal den Pinsel. Ich gehe erstmal so hier rein. Das ist so ein schöner Farbton. Also den habe ich, wie gesagt, hoch und runter benutzt. Und der ist mir einfach für mein Hautton, wie gesagt, perfekt. Der ist nicht zu dunkel, nicht zu hell. Den kann man super gut aufbauen. Und ja, einfach so ein zuverlässiger Bronzer. Für den Alltag optimal. Ne? Also da müsst ihr euch keine Gedanken machen, wie das funktioniert. Und das ist so ein Zwischen... Das ist... Creamy to Powder Textur, ne? Das ist so interessant. Also es ist, für den Preis habe ich gedacht, wow, also hätte ich nie im Leben erwartet, dass es so gut funktioniert. Und ihr seht, ne, das ist einfach nicht diese Bam in your face, sondern wirklich so ein Produkt, was einfach dezent aussieht, ne? Finde ich zumindest. Und genau, das baue ich mir jetzt mal so auf. Passend zu meiner Gesichtsform. Und da habe ich noch einen Highlighter hier drin. Den finde ich so, so gut. Den werde ich auch mal mit euch gleich benutzen. Ich habe zwar noch einen anderen Highlighter von Max & More. Aber wenn ich mir aussuchen könnte, ne, aus meinen zwei Highlights, finde ich den hier in der Palette am besten. Weil ich finde, den Unterton, den zeige ich euch. Das ist ein kühlerer Unterton. Und ja, ich finde das einfach nur schön. So, machen wir da noch mal ein bisschen, hier ein bisschen. Und genau. Ja, fällt mir ein, ich habe keine Mascara mehr gekauft. Aus dem Grund, ich hatte schon vor einiger Zeit am Anfang, jetzt mal bei uns, der aufgemacht hat, ich glaube vor 2-3 Jahren mal gekauft. Und ich fand die jetzt nicht so toll. Die ist ein bisschen mir zu hart auf den Wimpern. So von der... vom Gefühl her und lässt sich auch sehr schwer abschminken und das ist auch vom Finish her nicht mein Vibe gewesen. Habe ich gedacht, nee, also ich habe den irgendwann mal auch aussortiert und weggemacht. Dementsprechend, also werde ich jetzt gleich eine andere Mascara benutzen. So, den Highlighter, den wollte ich hier ja gerne zeigen und zwar den hier. Ich weiß nicht, ob ihr den gerade seht. Das sieht man, glaube ich, nicht. Und der hat so einen natürlichen auch, ne? So, das ist so eine Palette. Das sieht einfach nur nass aus auf mein Gesicht. Und ich liebe solchen Effekt. Ich glaube, die meisten von euch tragen am liebsten sowas. Und das ist so eine Palette, die hatte ich, glaube ich, auch in meinen Urlaub mitgenommen. Und ach, die ist einfach nur wunderschön, ne? Ich mag das so gerne. Das ist so für ein schnelles Make-up, wenn du nichts Kompliziertes haben möchtest. Und da hast du halt wirklich für den Preis ein sehr schönes Produkt, was sogar eine meiner Favoriten geworden ist. Also ich habe einige Produkte ja da, aber es sind halt so eins der Produkte, zu denen ich immer wieder greifen würde, immer wieder empfehlen würde. Und das ist so auch eine Palette, die ich euch auch ein Gewinnspiel reinmachen würde, wenn ihr natürlich Hautton habt, so ähnlich wie ich. Vielleicht noch ein Tick dunkler würde auch noch gehen. Genau. Und die andere Highlighter, ja, das ist reicht von hier bis zum Mond, alle zu schminken. Und das hat mir so Glitzer auch mit dabei. Zeige ich euch mal. Swatch euch den. Der ist von Art hier.
nicht, ob ihr den seht, von der Art her ähnlich, aber der hat mehr Glitzer, ne, dass ihr da wisst. Den kannst du als Topper oben drauf machen oder den kannst du auch solo. Der ist natürlich ein Kracher, ne? Der ist extrem highlighted. Ne? Also wenn jemand sowas mag, ist es das Produkt auch sehr gut. Gerade ist er bei uns zumindest nicht da gewesen, vielleicht auch ausverkauft, das kann auch sein. Und genau, ist aber auch ein Dauersortiment. Ne? Ist keine Limited Edition oder so, hat zwar Action auch ab und zu, aber das gehört auf jeden Fall zu den Dauerprodukt, also Standardprodukt. So, ich schaue gerade nach unten. Lippenprodukte fehlen mir noch, das machen wir gleich. Und Fixing Spray habe ich hier auch noch. Und glaube, jetzt fehlt nur noch die Mascara. Die mache ich mir jetzt mal drauf. Und dann konzentrieren wir uns auf die nächsten Produkte. Ich habe noch schnell was aus meiner Sammlung geholt. Ich habe ganz vergessen, den Blush mitzunehmen. Das ist hier auch von Max & More. Auch sehr neues Produkt, was da rausgekommen ist. Ist hier so ein peachiges Gold. Der heißt hier 167 Peachy Cheeks. Den machen wir natürlich auch hier drauf. Und nehme ich immer so einen flauschigen Pinsel und ja, ich swatch den euch mal. Und das ist so ein, ja, peachiger Ton, ne? Ist perfekt jetzt für Sommer, für, ja, eigentlich so ein Farbton, finde ich zumindest, geht immer, ne? Also ich finde, das ist so ein Farbton, kannst du zu jeder Jahreszeit nehmen. Ich hätte jetzt, glaube ich, eher so einen pinken nehmen sollen, wegen meinem Augenlook, aber stört mich jetzt nicht, mache ich einfach mal hier. Und das ist so ein Ton, der sich sehr gut, finde ich, mit Bronzer ergänzt, wegen dem Farbton einfach, ne? Peachig, und der geht auch so Richtung wie ein Bronzer und ja, finde ich sehr schön, ne? Die Kombination blende ich mal hier rein und ich finde die Farbe so, so schön. Hätte ich auch mal ein Kurzvideo dazu gemacht, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Und ja, kann ich euch auf jeden Fall auch empfehlen. Auch für wenig Geld, gell? Lippenprodukte habe ich auch mal ein Kurzvideo dazu gedreht von Max & More Lip Liner und auch ein Lippenstift. Von Qualität kann ich euch sagen, sehr, sehr gut. Ich habe, glaube ich, keine 3 Euro bezahlt für die 2 Produkte. Ne, und habt ihr auf jeden Fall was für den Preis mehr als gut. Ne? Guck gerade die Lippenprodukte. Ich habe auch neue gekauft. Ich finde die Umverpackung allein so geil. Hab gerade hier jetzt vor mir. Ich habe sie schon natürlich ausgepackt. Die sind so cool. Also von optischen her. Ich weiß nicht, wie die vom Performance sind. Gell? So haben wir hier so einen Glitzer. Extrem Glitzer, ne? Ihr seht das hier schon, das ist der Knaller, ne? Ich bin mal gespannt, wie die Farben sind. Und einmal geht so ein peachigen, ne? Es ist extrem Glitzer, gell? Ich meine, wiederum passt es jetzt zu dem Look. Ich mache mal hier das Pinke vor, es würden auch beide gut passen. Machen wir erstmal das Pinke hier. Oha! Ach du Alarm! Der wäre ein schöner Topper, ne? Wenn ihr einen Lippenstift habt, in so ein Lila vielleicht. Ah, der ist aber sehr weich. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Der sieht so krass aus, aber der ist so soft auf den Lippen. Der ist aber echt schön. Ganz, ganz weich. Das ist ja der Knaller hier. So, ich mache das mal ab. Und dann wollte ich nämlich auch den, hier den peachigen aus der Okay. Das Glitzer hier. Ja. Was ich sagen wollte, ich wollte den Peachigen jetzt ausprobieren. Das glitzert jetzt auch so schon krass, ey. Oha, der ist ja noch der Knaller. Krass. Boah. Das ist ja echt. Ey, wenn du das im Sommer drauf hast, das leuchtet ja von hier bis zum Mond, bis zum Mars und zurück, glaube ich. Knaller, ey. Ja. Ich würde sagen, ich swatch euch das mal einfach hier auf der Handfläche. Da war noch ein Highlighter eben. So, ich swatch den mal. Der hat von der Farbe hier, wenn ich mal so sehe, wenig Eigenfarbe. Das ist Schimmer, so diese Balsam mit Glitzer. So würde ich den jetzt beschreiben. Gut, von der Umverpackung ist natürlich jetzt kein High-End, darf man auch nicht erwarten. Dass ihr das schon mal wisst, ne? Ich glaube, ihr könnt kaum sehen, was welches ist. Das eine ist hier oben das Rosene und das da drunter ist halt das Peachige. Ich weiß nicht, wie das bei euch jetzt im Licht rüberkommt. Sieht man minimalen Unterschied, aber auf den Lippen, ey, der Knaller.
Ich glaube, das obere hier, die Schicht, das hat jetzt nochmal diese Glitzer gegeben. Ich glaube, die weitere Schicht, die ist nicht so krass, ne? Das sehe ich schon, das wird mehr Schimmer sein. Ich glaube, das Glitzer kriege ich jetzt nicht mehr ab. Oh je. Muss ich mich, glaube ich, abschminken. Ja, mal schauen. Okay, ich glaube, das Glitzer kriege ich hier nie im Leben ab. Nur mit Abschminköl. Ja, also ich sehe, das war jetzt die erste Schicht, die war extrem, ne? Und jetzt die nächsten Schicht, die werden etwas softer sein, dass ihr das schon mal wisst. Da war halt die Schicht drumherum, ne? Ich glaube, das könnt ihr jetzt sehen. Warte, ich mach mal auf. Da ist nochmal so eine Schicht oben drauf und selbst das Balsam, seht ihr, hat nicht diese extrem Glitzer, was ich natürlich okay finde. Aber es fühlt sich soft an. Ist halt mal was ganz anderes. Mein schnelles Glitzer-Make-up, wenn man sowas mag, ist jetzt nicht so Lippenprodukt, was ich täglich benutzen würde. Ich würde es auf jeden Fall für bestimmte Make-up-Looks auf jeden Fall machen. Für bestimmtes Thema kann ich mir vorstellen. Ist aber kein Produkt, was ich täglich benutze. Nur mal so vorab gesagt. Wollen wir da mal fixieren, oder? Ich habe hier so ein Fixing Spray, die haben ja Umverpackung verändert. Ich habe noch die alte gehabt, die ist leer geworden. Also die alte, die ich vorher hatte, war so durchsichtig und hier so schwarz oder so, ne? Und mochte ich. Deswegen habe ich nun mal wieder nachgekauft, um zu gucken, ist die Qualität geblieben, ist die genauso gut. Das ist aber nicht so ein zum Fixieren, sondern eher zum Setten, damit die puttrige und die cremige Produkte gut zusammen verbinden. So, machen wir erstmal alles zu an die Seite und dann schüttel ich das erstmal. Ja, also von Duft hier ist es genau dasselbe. Vom Gefühl, also es ist so eins, der direkt die Feuchtigkeit gibt. Ich gucke gerade mal. Das ist mit Glycerin. Wasser ist halt an erster Stelle, dann Glycerin. Und ja, das, was nochmal Feuchtigkeit bindet, das ist so eine, die hat nur als letzte Stelle Parfüm drin. Aber das ist ein sehr, sehr milder Parfümierter, wirklich sehr, sehr mild, den nehme ich kaum wahr. Und ich finde, das macht so diesen frischen Kick. Das kannst du zwischendurch auch benutzen oder einfach mal, also wenn du cremige und Texturprodukte miteinander verbinden möchtest oder einfach mal für den Tag, um dein Make-up ein bisschen sozusagen aufzufrischen oder dein Gesicht aufzufrischen, finde ich hier sehr gut. Jo, ich glaube, ich habe jetzt alles ausprobiert. Die ganzen Base, kann ich euch sagen, sind super top. Den Concealer sehe ich gerade, der ist auch sehr gut. Also ich habe jetzt nicht erwartet, der ist nicht in mein Fettchen gekrochen, so wie manch andere Concealer, die ich in der Vergangenheit getestet habe. Lidschattenpalette, ich glaube, da brauche ich euch nicht sagen. Ich liebe die Max & More Lidschattenpaletten. Hat mich wieder mal nicht enttäuscht. Also wenn ihr den mal wieder im Laden seht, also ich habe lange gewartet, bis es endlich mal da ist. Ich habe zwar Werbung hin und wieder gesehen auf Instagram, aber ich habe es nie bei uns in unsere Filialen. Die sind so unterschiedlich und ich habe so lange gewartet, auch diese cremige Sticks, ne, Blushes oder Highlighter waren da, habe ich nicht gehabt, ne. Ich hätte sie gerne getestet. So, ich gucke als nach unten. Also, Concealer, ein Go von mir. Lidschatten habe ich ja auch gesagt. Augenbrauenprodukt finde ich auch in Ordnung. Also hat das auf jeden Fall gutes Ergebnis bei mir gemacht. Kann ich nichts sagen. Das hier finde ich auch gut. Also die Base, also die Kombination zumindest, die ich gerade probiert habe. Einzeln weiß ich jetzt nicht, aber in der Kombination finde ich die sehr schön. Also ich habe das hier, ihr habt es ja gesehen, wie im Video aufgetragen und ihn halt nur präzise, wo ich, ja, im Effekt sehe ich schon klein, ne? So dass die Poren nicht so sichtbar sind. Ich finde, das hat auf jeden Fall schon ein Ergebnis gemacht bei meinem Gesicht und kann ich euch nur so weiterempfehlen. Ja, Base-Produkte, die zwei, die hatte ich ja schon gehabt, beziehungsweise auch den Highlighter. Go for it, also auf jeden Fall sehr schöne Produkte, kann ich euch empfehlen. Die Pinsel finde ich da in Ordnung, also die finde ich auch für den Preis vollkommen super, also für den Preis, wie gesagt. Und ja, das Fixing Spray, das hatte ich ja auch schon gehabt.
und nachgekauft. Ich glaube, das sind keine Flops, ne? So bis auf die, das ist halt natürlich Geschmackssache. Ich fand das halt sehr spannend, sehr schön. Und jetzt im Laufe der Zeit, das hat sich jetzt so gut entwickelt. Ich finde die Farbe so schön. Also ich habe jetzt nochmal das Rosa hier aufgetragen. Gefällt mir. Also ich finde, das passt halt sehr gut zu dem Look. Würde ich auf jeden Fall jetzt auch im Alltag so laufen, ganz ehrlich. Ja, würde ich. Würde ich so im Alltag laufen. Ich finde das schön und ich mag einfach Glitzer, ihr wisst es ja, ne? Die Base sieht super aus, sieht fresh aus und fühle mich wohl. Und das soll auch ein Make-up für mich ja machen. Soll mich wohlfühlen für den ganzen Tag. Und ja, genau, meine Lieben, dann verabschiede ich mich in diesem Video. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Denkt an das Gewinnspiel und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Und bis zum nächsten Mal, eure Lara.